Hallo und herzlich willkommen zum Numerologiekalender von und mit Brunhilde Feiner. Heute ist der 7. September 2016 und um die heutige Tagesenergie herauszufinden, nehmen wir einfach die Quersumme davon. Und so kommen wir bei einer 7 an. Ja, in diesem nächsten Tag versuche ich die Tagesenergien zu verbinden mit Ayurveda, den Konstitutionstypen vom Ayurveda her. Und die 7 im Allgemeinen steht zum Beispiel für die Forscher, die Menschen, die nach der Wahrheit suchen wollen, wo du dich heute im Studium widmen kannst oder Religion, Philosophie, Esoterik, wo auch immer du deinen Weg und deine Wahrheit finden magst. Das ist ganz individuell und persönlich. Und so ist es ein guter Tag zum Beispiel, um sich in sein stilles Kämmerlein zurückzuziehen, das Buch, was du schon lange lesen wolltest, genau jetzt in die Hand zu nehmen. Ja, und darin nach deiner Wahrheit zu suchen. Wie können wir diese Energie jetzt den Ayurveda-Konstitutionstypen, und da gibt es drei Stück, Vata, Pitta oder Kapha, zuordnen? Dazu nehme ich jetzt mal die Elemente, die dem Konstitutionstypen zugeordnet werden. Und zwar lande ich dabei Vata, weil Vata entspricht dem Element Luft und dem Element Äther. Das Element Äther steht ja schon mal, ja, das ist der spirituelle Bereich, sage ich. Und an einem Siebner-Tag geht es ja um die Wahrheit hinter allen Dingen und da landen wir irgendwann mal in dem spirituellen, in dem geistigen, in dem seelischen Bereich. Das würde schon mal ganz gut passen. Ansonsten geht es bei Vata auch viel darum, auch der luftige Bereich, dem ordnen wir den Intellekt zu. Und wenn jemand studieren will, nach etwas suchen will, dann nutzt er ja auch seinen Verstand und seinen Intellekt. Und so würde ich jetzt mit meinem Verständnis einfach der heutigen Tagesenergie die Vata-Qualität zuordnen. Es geht also um Dinge, die du versuchst mit deinem Verstand, mit deinem Intellekt zu begreifen. Das heutige Video kommt etwas spät. Es gelingt mir nicht immer, es in der früh hochzuladen. Ich befinde mich gerade auf Reisen. Reisen wird übrigens auch den Vata-Konstitution zugeordnet. Unterwegs sein, bewegt sein. Vielleicht noch ein paar Worte zu Pitta. Pitta, das hat das feurige Element und Kapha ist Hauptdominanz das Wasserelement. Also Kapha wird auch viel mit Gefühl in Verbindung gebracht und Pitta viel mit Aktion und mit Handlung. Gut, natürlich kann die Numerologie noch viel mehr. Und um deine Lebensaufgabe herauszufinden, klick einfach unterhalb dieses Videos auf den Link, wo du deinen gratis Numerologie-Report anfordern kannst. Ansonsten abonniere den Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sehen uns oder hören uns dann morgen. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Ciao, ciao.